Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Force of Nature. Weiter geht's mal wieder nach einer längeren Pause. Und das letzte Mal haben wir uns ja noch die Stiefel der Geschwindigkeit hergestellt. Und auch heute möchte ich wieder ein bisschen was herstellen. Und zwar hier beim Amboss. Denn da gibt's ja noch unter anderem den goldenen Streitkolben als auch den Goldhelm. Und der Goldhelm hat 25 Rüstungspunkte. Das schaut schon mal gut aus. Zum Vergleich, mein alter Helm hat gerade mal 11 Rüstung, also nicht mal die Hälfte. Noch dazu geht da die Bewegungsgeschwindigkeit runter, minus 3. Ja, von daher ist der Goldhelm eigentlich wirklich eine Pflichtanschaffung. Das Problem ist nur, ich habe keine Leinen. Und ich glaube, ich habe auch keine Stahlbahn mehr vorrätig. Nun gut, schauen wir einfach mal. Bevor ich hier irgendwas Falsches erzähle. Ah, genau, dachte ich mir. Ein Stahlbahn und einmal Eisenerz. Also das bringt uns nicht wirklich weiter. Nun gut, wir müssen auf alle Fälle auf eine kleine Sammeltour gehen. Und bei den Leinen, wie schaut es da aus? Ja, auch nicht gerade rosig. Aber gut, da hätten wir noch Wolle. Vielleicht reicht die Wolle sogar, um hier noch ein paar Leinen herzustellen. Ah ja, perfekt. 7 Stück. Dann würden wir da insgesamt schon auf 8 Leinen kommen. Wunderbar. Sehr schön. Das ist jetzt echt gut. Dann hätten wir das Problem nämlich schon mal beseitigt. Sehr, sehr gut. So, verstaue ich hier gleich mal ein bisschen Zeugs. Damit wir auch wieder ein bisschen Platz haben. Ja, und dann ist jetzt nur die Frage, wohin gehen wir denn? Vielleicht bleibe ich sogar eher im Startgebiet. Weil hier hätten wir durchaus noch ein paar graue Flecken auf der Karte. Und mit ein bisschen Glück finden wir da sogar noch Eisenerz. Hier zum Beispiel. Könnte es was werden. Oder auch hier oben. Oder auch hier drüben. Nun gut. Auf alle Fälle müssen wir uns teleportieren. Und von daher gehen wir jetzt mal nach Vega. Bin ich schon vorbei dran? Ich glaube schon, oder? Vega? Da ist Vega. War gleich das Erste. So. Perfekt. Bin auch schon direkt hier. Wow, da gibt es aber richtig viele Schwammerl und auch richtig viele Gegner. Ja, kein Wunder, da habe ich mal die Scherbe geholt. Vor längerer Zeit. Lange, lange ist her. Da war ich noch jung. So, komm nur her. Kurz mal gucken. Ich würde ganz gerne in die Richtung. Das heißt, wir müssen eher da lang. Ah, dran vorbeigeschlagen. So, perfekt. Ich glaube, hier bin ich richtig, oder? Ah, eher in die Richtung noch, okay. Vielleicht finden wir hier noch was. Ah, das ist Zinnerz, blöderweise. Das ist nochmal Zinnerz. Was haben wir da oben? Ich glaube, das ist nur Stein, oder? Ja. Ui, hier wird es kalt. Hier wird es richtig kalt. Okay. Gut, aber ich habe ja andere Klamotten dabei. Daran soll es nicht scheitern. Die weißen Fellstiefel, nee, die nehmen wir jetzt mal nicht. Ich hoffe, es geht auch ohne. Okay, es geht nicht ohne. Ah, da komme ich nicht rüber. Ah, da haben wir Eisenerz. Wäre ich jetzt komplett dran vorbeigerannt. Cool, na dann, wollen wir doch gleich mal. Umso besser. Und sogar richtig viel Eisenerz gibt es hier. Sehr schön.
Immer her damit. Ja, da war ein bisschen was dabei. Okay, haben wir das auch. Die Leinen sind jetzt auch schon fertig. So mag ich das. Alles läuft wie geschmiert. Ja, da war ein Fuchs in der Nähe. Aber gut. Mit dem machen wir kurzen Prozess, wenn es ist. So, noch mehr Zinnerz. Brauche ich eigentlich wirklich nicht. Ah, da komme ich gar nicht durch. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Werde doch gelacht. So, perfekt. Nochmal kurz die Karte checken. Bin mal gespannt, was es hier zu holen gibt, hier vorne. Wieder Eisenerz. Checkpot. Das ist doch mal was. Sehr, sehr gut. Wenn es so weitergeht, können wir uns mit ein bisschen Glück sogar noch den goldenen Streitkolben herstellen, weil da braucht man ja auch die Stahlbahn. Schauen wir mal. Wie viel Eisenerz habe ich jetzt eigentlich schon gesammelt? 29 Eisenerz. Okay. Das kann sich auf alle Fälle sehen lassen. So, dann gehen wir mal hier weiter. Grunz, grunz. Macht sich das Wildschwein schon bemerkbar von weitem. Was ist das? Ah, das sind nur Steine. Ah, jetzt wird es aber ein bisschen finster, oder? Täuscht es. Ich glaube, es wird wieder dunkel. Noch mehr Eisenerz. Cool. Na dann, frisch ans Werk. Sehr schön. Also jetzt glaube ich, haben wir wirklich genügend Eisenerz. Zumindest fürs Erste. Na, nicht in den Busch reinschlagen, das bringt nichts. So, sehr schön. Da unten gab es noch ein bisschen was, aber da komme ich jetzt so nicht hin. Da müsste ich hier rüber laufen. Oder komme ich hier irgendwo runter? Ja, das scheint zu funktionieren. Wo ist der Fuchs? Wo ist der Fuchs? Irgendwo da ist er. Da ist er. Ah, Mann, ist es dunkel. Was hat er jetzt davon? Okay, das ist nur Zinnerz, glaube ich. So, hier durch, dann hier durch. Dadurch irgendwie. Mal kurz ein bisschen Platz machen. Gar nicht so leicht, da hinzukommen. Oh, das Wildschwein greift mich da hinterrücks an. Zum Glück hält es aber fast nichts mehr aus. So, perfekt. Nehme die Vorkommen hier nämlich auch noch mit. Die Erzvorkommen. Und dann geht's ab nach Hause.
So, soll ich nochmal einen Trank investieren? Oder wird es gleich wieder hell? Ah, ich glaube, es wird wieder hell. Den Trank können wir sparen. Sehr schön. So, wie geht's jetzt auf dem schnellsten Weg nach Hause? Wenn ich nach Vega laufe, dafür müssen wir in die Richtung, oder? Ah, das ist ein bisschen zu weit. So müssen wir. Ungefähr. Okay, da komme ich nicht durch. Aber das haben wir gleich. So, perfekt. Ui! Drei Bären auf einen Streich. So, einer tot. Nummer 2 tot. Und Nummer 3 ist auch Geschichte. Ach, schade. Habe ich ihn nicht mehr erwischt. Aber gut. Hätten wir da nochmal Eisenerz? Tatsächlich, ich glaube schon, oder? Kurz mal den Baum hier fällen. Ja, das ist Eisenerz. Okay, wisst ihr was? Wenn wir schon mal hier sind, dann bin ich jetzt so frei und nehme das auch noch gleich mit. Aber dann geht's wirklich nach Hause. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir da so schnell Eisenerz finden, aber umso besser. Umso besser. Immer her damit. Bin mal auf unsere Gesamtausbeute gespannt. Da unten gäbe es jetzt zwar schon wieder Eisenerz, aber nee. Das nehmen wir nicht mehr mit. Du bist was? Achso, nicht genug Ausdauer ist etwas. Ich habe schon gelesen, du bist hungrig. Deswegen. Na, Kaffee. Kaffee wird knapp. Oh, das ist auch ein bisschen brutal hier mit der Spitzhacke. Den Goblin ins Jenseits befördern. Aber gut. Ich habe ihm ja nicht angeschafft, dass er mich hier angreifen muss. Lass mich in Frieden, ich habe dir nichts getan. Okay, da komme ich nicht weiter. Aber gut. So, sehr schön. Jetzt sind wir wieder raus aus dem Dickicht. Ah ja, ich glaube, da bin ich richtig. Ja, gleich mal wieder Kaffee einwerfen. So, perfekt. Und da ist auch schon das Portal. So, ab nach Taurus. Ab nach Hause. Perfekt. Endlich wieder daheim. So, legen wir aber gleich mal wieder die besseren Stiefel an, sonst vergesse ich das. Ja, wir haben sage und schreibe 67 Mal Eisenerz gesammelt. Das ist ein Wert, der sich auf alle Fälle sehen lassen kann. Jetzt brauchen wir natürlich wieder glühende Asche. Und dann brauchen wir auch noch Kohle. Sogar richtig viel Kohle. Nehmen wir einfach mal alles mit. Hätte ich auch neben alles machen können. Fällt mir gerade ein. Ich hält. Aber gut. So, Eisenbahn. Wie viele kann ich insgesamt herstellen? 33. Dann machen wir mal so die Hälfte. Damit hier auch beide Hochöfen was zu tun haben. Sehr schön. Kommt die Kohle auch mal hier rein. So, das alles brauchen wir nicht mehr. Oh, Inventar ist voll. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Aber gut, bisschen was kommt da auch wieder raus.
bei Gelegenheit. Steine hätten wir da noch. Gut, dann packen wir die Steine mal hier noch rein. Und die ganzen Felle und Zähne stauen wir jetzt auch noch kurzerhand. Felle hatte ich hier. Die nehmen wir gleich mal mit, die Leinen. So, und dann noch kurz gucken, was ich hier brauche für den Streitkolben. Goldbahn und Stahlbahn. Ah, okay. Sehr gut. Ja, das müsste sich jetzt einrichten lassen. Das Tolle ist halt auch, 70 Schaden macht dieser goldene Streitkolben. Da ist ja mein Alter auch schlechter. Der macht nämlich gerade mal 66 Schaden. Nee, 60. Nicht 66. 66, glaube ich, war die Angriffsgeschwindigkeit hier bei dem goldenen, oder? Falsch. Genau, Angriffsgeschwindigkeit 0,66. So. Und hier haben wir 0,63. Also ist auch ein bisschen besser in dem Bereich. Gut, gut. So, ich bräuchte aber mal wieder Nahrung. Und zwar nicht so 0815 Nahrung, sondern schon mal wieder was Gescheites. Fleischpasteten wären mal wieder recht. Mehl, Eier, Wasser. Mehl. Habe ich noch Mehl? Höchstens hier. Nee, habe ich nicht mehr, okay. Fleisch hätte ich allerdings noch. Nehmen wir das gleich mal mit. Eier und Wasser. Gut, Eier habe ich auch nicht, sehe ich gerade. Aber das haben wir gleich. Nehmen wir die mal alle mit, die Eier. Federn können wir auch mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Gut, 7 Eier. Da haben wir noch eins. Nee, sogar 2, cool. Und da haben wir auch noch 2. Wunderbar. So, 11 Eier. Das Mehl ist eher das große Problem. Habe ich hier zufällig noch Weizen drin? Ah ja. Gleich mal mitnehmen. Ein bisschen Mehl herstellen. Konstruktion wird angegriffen. Die Goblins mal wieder. Oh. Ist ja typisch. Ja, ja, kommt nur her. Oh, da ist einer reingerannt. Sag mal, geht's noch? Aus Friedensbruch. Wir sind eine ganze Goblin-Armee da hinten. Ja, kommt nur her. Kommt nur alle her. So, jetzt haben wir's. So, das schwarze Elixier ist fertig. Sehr schön. Dann wird hier gleich mal Mehl hergestellt. Wunderbar. 50 Mehl. Also damit können wir uns auf alle Fälle ein bisschen was kochen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. So, was brauche ich noch gleich für die Heiltränke? Rezepte. Da hätte ich gerne den Trank der Heilung. Salbei und Täublingpulver. Okay, Täublinge habe ich ja eh schon ein paar. Salbei. Salbei. Erdbeeren brauche ich auch wieder, sehe ich gerade. Und Papier. Also sollte ich mir das auch mal wieder herstellen. Salbei ist wichtig, Papier ist wichtig und Erdbeeren. Okay, na dann. Na dann wollen wir mal. Erdbeeren. Erdbeersamen habe ich hoffentlich noch. Kaffeesamen. Stimmt, Kaffee wollte ich auch noch anbauen. Nehmen wir einfach mal beides mit. Dann kommen hier erstmal die Erdbeeren dran. Hier drüben auch. Okay, soweit so gut. Und dann bauen wir hier noch Kaffee an.
Perfekt. Sehr schön. So, wie schaut es jetzt hier aus? Okay. 6 Eisenbahnen sind fertig. Warten wir noch kurz auf den letzten. Und dann brechen wir das kurz ab, weil dann stellen wir uns Stahlbahn her. Zum Glück bekommt man da wieder alles retour. So, Stahlbahn. Ah, Zinnbahn brauche ich noch. Okay, Zinnbahn habe ich noch. Habe ich auch noch Zinnerz? Ja, habe ich auch. Okay, gut zu wissen. Wie? Ach so, wegen der Kohle. Wegen der Kohle passt es nicht. Ich dachte mir schon, hä? Kann auch nicht sein. Hab doch jetzt alles dabei. Stahlbahn, da sind sie. 3 Stück. Das ist immer noch zu wenig. Die Kohle ist das große Problem. Gut, aber Kohle haben wir hier. Nicht herstellen, mitnehmen. Ich möchte das ganz gerne. Und schon ist das Inventar wieder voll. So schnell geht das. Schneller als einem lieb ist. So, jetzt da. Jetzt geht das hier. Perfekt. Wunderbar, dann brechen wir aber das auch noch ab. Stellen wir hier auch noch gleich ein paar Stahlbahnen her. Beziehungsweise, wisst ihr was? Da stellen wir jetzt die ganze Menge an Eisenbahnen her. So machen wir es. Super, sehr schön. Sehr, sehr gut. Ah, perfekt. Erntezeit. Immer her mit dem Zeug. Das alles noch entsprechend ernten. Und halt, Pflanze letztes. So geht's schneller. Nicht genug Rohstoffe. Ah, Wasser. Mal wieder das Wasser. Jetzt soll's aber eigentlich gehen. Okay, perfekt. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Ansonsten habe ich jetzt ja alles dabei, oder? Für den Goldhelm. Gut, Goldbahn muss ich wieder mitnehmen. Knochen, Stahlbahn und Leinen. Gut, Leinen hatte ich ja hier. Knochen hatte ich auch irgendwo. Nämlich hier. Stahlbahn und... Ah, okay, Stahlbahn. Puh, die brauchen aber lang. Aber gut, 2 Stück haben wir hier. Hier hat man ja auch noch einen Stahlbahn. Bisher müssen wir uns noch gedulden. Aber nicht mehr lange. Goldbahn, stimmt. Da war ja noch was. Goldbahn brauchen wir ja auch noch. So, mal kurz das bisschen sortieren, weil da kennt man sich ja nicht mehr aus. Okay, hat nichts gebracht, schade. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz bekommen. Wunderbar. Können wir das hier auch einsortieren. Ah, Kohle. Stimmt, die ganze Kohle. Die holen wir jetzt auch noch gleich ab. Sind die ganzen Kaffeebohnen schon wieder reif? Ist ja der Wahnsinn. Ich komme ja gar nicht hinterher. Stress. Ah ja. Nur noch ein Stahlbahn und dann haben wir unseren Goldhelm. Da bin ich schon sehr gespannt. Der schaut mit Sicherheit richtig cool aus. Bräuchte man halt demnächst dann auch die Goldlederrüstung. Die wäre auch nicht schlecht. 24 Rüstung, hat auch keinen Malus auf die Bewegungsgeschwindigkeit.
Aber auch hier sind es mal wieder Leinen, die wir brauchen. Ich sollte echt meine Schafe regelmäßiger füttern. Oder haben die vielleicht noch Wolle? Habt ihr noch Wolle für mich? Ah, haben sie sogar. Zwar nicht viel, aber immerhin. Reicht zumindest für ein paar Leinen. Vier Stück. Besser als nichts. Und der letzte Stahlbahn ist fertig. Na dann, wollen wir doch mal den Goldhelm herstellen. Einmal hätten wir den ganz gerne. Das wird jetzt richtig cool mit dem Goldhelm. Können wir eigentlich den alten gleich mal... Soll ich den verschrotten? Ich glaube, eigentlich brauche ich ihn nicht mehr, oder? Wenn ich ihn in ein Fass reinpacke, dann belegt er eigentlich nur einen Platz. Ach komm, weg damit. Weg damit. ...40% haben wir schon. Bin richtig gespannt. Sogar sehr gespannt. So, wir könnten aber noch kurz... Wir könnten noch kurz wieder ein bisschen Wasser holen. Und Erdbeeren anbauen, beziehungsweise Kaffee. Sehr schön. Also Erdbeeren haben wir jetzt erstmal wieder ein paar. Und der Goldhelm ist fertig. Na dann, nix wie hin. Nichts wie hin. Mitnehmen und natürlich auch gleich mal anziehen. Hoffentlich passt er. Sehr schön. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Kann man jetzt leider nur von hinten erkennen einigermaßen, weil so eine direkte, ja, Vorderansicht gibt es ja leider nicht, es sei denn, ich drehe hier mal ein bisschen rum. Ah ne, da komme ich nicht so schnell rum. Aber auch von hinten macht da einen ganz soliden Eindruck. Schön, schön, gehörnt, kann ich meine Gegner hier aufspießen. Coole Sache. Sehr schön. Ihr Lieben, ich sage damit auch schon wieder vielen herzlichen Dank fürs Zusehen bei dieser Folge von Forest of Nature. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Macht's gut, bis dahin. Servus.